is kind, rescues hearts and changes lives. Love is all we need to make things right. Gotta keep it real simple. It's really so simple. Gotta keep it real simple. Keep it real simple. Bring everything. Das kriegen wir hin. Halleluja, der Heilige Geist ist hier, Amen. Da, wo Jesus groß gemacht wird, da, wo der Name von Jesus verherrlicht wird, da ist der Heilige Geist da, um Jesus zu verherrlichen. Halleluja. Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle Gäste, die heute hier sind. Schön, dass du hier bist. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, und zwar einen Taufgottesdienst. Ja, die Täuflinge sitzen hier schon ganz in weiß. Ja, diese Predigt soll vor allem auch für euch sein, aber natürlich auch für alle, die bereit sind, dieses Wort anzunehmen. Und wir befinden uns in diesem Monat einer Predigtserie, die lautet: Alle Zeit bereit. Für was? Jesus zu dienen und den Menschen. Ja, ihr Täuflinge, macht heute einen Schritt. Das bedeutet nicht das Ende eures Lebens, sondern der Beginn eures Lebens, Jesus und Menschen zu dienen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Ja, und mein Predigttitel heute lautet: Hast du schon gebaut? Der eine oder andere wird sich daran erinnern, das ist so ein typischer russlandsdeutscher Männerspruch. Das ist die zweite Frage, wenn zwei Männer sich so im gestandenen Alter treffen. Wie heißt du? Hast du schon gebaut? So, und dann meinen die so das Eigenheim. Hast du schon deine vier Wände? Hast du schon geschafft? Hast du dir schon was aufgebaut? So, ne? Hast du schon gebaut? Aber ich will mich heute nicht auf das Eigenheim beziehen, auf deine vier Wände, die vielleicht hast oder nicht hast, sondern auf dein Lebenshaus. Auf dein Lebenshaus, worauf hast du schon gebaut? Vielleicht hast du schon gebaut, vielleicht auch noch nicht. Aber was ist entscheidend, um richtig zu bauen? Dabei ist es komplett unabhängig, aus welcher Kultur du kommst, welchen Hintergrund du hast, wie viel Geld du hast, welche Freunde du hast, welche Eltern du hast, welchen Charakter du hast, alles unabhängig. Entscheidend ist alleine, wie du dich entscheidest, worauf und wie du bauen willst. Also gute Voraussetzung, jeder von uns hat die volle Verantwortung, heute neu entscheiden, wie du bauen willst und worauf bauen. Lass uns gemeinsam schauen, was Gottes Wort uns hierzu sagt. Meine erste Frage: Wie lebt man klug? Wie lebt man klug? In Indien und Indonesien gibt es so eine ganz ausgefeilte Methode, wie man kleine Affen fangen kann. So, und die Affen sind ziemlich schnell, und da war ein Mann, der ist da als Tourist gewesen, und der hat das so beobachtet, da sind viele Affen, da dachte ich, ich fange mir mal einen. Und dann ist er diesen Affen hinterhergelaufen, aber die waren so flink und so schnell in den Bäumen. Erstmal hat er versucht, herzuklettern, und merkt dann, er ist den komplett unterlegen. Und irgendwann sieht er so ein kluger, weiser Mann von der Seite und schüttelt nur den Kopf, holt eine Kokosnuss, da ist ein kleiner Loch drin, macht die Kokosnuss fest an den Baum und steckt in diese Kokosnuss ein kleines Apfelstückchen rein. Und wartet. So, die Affen beobachten das, gucken, ah, das ist eine Kokosnuss, da ist da drin, ein Apfelstück. Und dann kommt der erste Affe, steckt seine Hand gerade so durch dieses Loch hindurch, schnappt sich diesen Apfel und kommt nicht mehr raus. Aber ein Affe hat instinktiv diesen Greifreflex, er wird niemals Essen wieder loslassen. Und dann hält er da fest, und der Affe schreit und bewegt sich und so und kommt nicht mehr los und ist gefangen. Und dann kommt dieser weise und kluge Mann, lächelt, ohne viel gemacht zu haben, und fängt diesen Affen ein. So, es ist absolut entscheidend, ob du klug handelst oder dumm handelst oder naiv. So, wir können alle uns entscheiden, klug zu handeln oder naiv zu handeln. Und darauf nimmt Jesus hier Bezug. Ich will in unsere Bibeltextstelle reingehen. Es ist in Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 27, und da steht Folgendes. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus
auf den Felsen baute. So bis hierhin erstmal. Ein bisschen den Kontext anschauen. Das hier ist die Stelle ganz am Ende von der Bergpredigt von Jesus. Die erste große Predigt, die wir von Jesus schriftlich festgehalten bekommen haben. Und Jesus, 3 Kapitel, spricht die Bergpredigt. Und ganz am Ende kommt dieses Gleichnis, der Abschluss, der Punkt, das Ausrufezeichen, wo nochmal alles auf den Punkt gebracht wird, das ist das Gleichnis. Und Jesus sagt, wenn ihr diese meine Worte hört, meint er die ganze Predigt, die er gerade gesprochen hat, die ganze Bergpredigt, die ganzen 3 Kapitel vorher. Und Jesus sagt auch damit, wenn ihr auf diese meine Worte hört, dann seid ihr kluge Menschen. Dann baut ihr euer Haus auf den Felsen, heißt es. Und damit sagt Jesus auch, seine Worte sind zuverlässig. Seine Worte sind kraftvoll. Seine Worte sind weise. Und jeder, der es wagt, auf die Worte von Jesus zu bauen, ist ein kluger oder eine kluge Frau, kluger Mann. Genau. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört, die Bergpredigt, und sie tut, das ist absolut entscheidend, der sie hört und sie tut, diese 2 Wörter werde ich noch stärker betrachten, den will ich, Jesus, mit einem klugen Mann vergleichen. Klug kann man auch übersetzen mit weise, jemand, der Weises tut, ein Mann, der Erkenntnis bekommen hat, also der richtig handelt. Okay, kommt wieder dieses, der richtig entscheidet zu handeln, das wird hier mit klug gesagt. Dieser Mann will ich mit klug vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Felsen ist hier ein Symbol für Jesus, aber nicht nur für Jesus, sondern für die Lehren von Jesus. Und das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die Jesus mögen, sind aber nicht errettet. Sie finden gut, was Jesus gesagt hat, wird ihr Leben aber nicht verändern. Viele Moslems finden, dass Jesus ein guter Prophet ist, der ist ein wichtiger Mann, den darf man nicht lästern, wird ihr Leben aber nicht verändern. So, Jesus sagt hier nicht, ein Felsen einfach nur als eine Grundlage, bau da drauf, dann hast du Glück und Erfolg. Jesus sagt, bau auf diesen Felsen, dann meint er seine Lehre, all die Worte, die Jesus gesprochen hat. Das symbolisiert hier Jesu Lehren und damit den Felsen. Dann im nächsten Vers heißt es, Vers 25, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an das Haus stießen, fiel es nicht um, denn es war auf Felsen gegründet. Und das müssen wir kurz verstehen, hier steht Platzregen, Wasserströme, woher kommt das? In trockenen Klimazonen auf dieser Erde, wo es nicht so viel regnet, da ist der Boden nicht gewöhnt, viel Wasser aufzunehmen. Das heißt, wenn plötzlich viel Wasser kommt, und das ist auch passiert in Israel, dann sind auf einmal Überschwemmungen geschehen, Wasserströme gekommen, die dann das ganze Land überflutet haben und so weiter. Und die kannten das, die Menschen. Und Jesus wusste das. Und er braucht genau dieses Gleiche. Sagt, hey, wenn der Platzregen kommt, wir wissen, ja, der kommt. Und wenn er kommt, dann sickert er nicht ab, sondern entstehen Ströme, Überschwemmungen, die zusätzlich dieses Haus zum Einsturz bringen können. Und dann kommen auch noch heftige Winde, wie sie damals bekannt waren, vom Meer, die dann über das Land zogen und das Wasser noch verstärkten gegen diese Mauern. Also heftige Widerstände. Und ich glaube, du und ich, gerade wenn du so ein paar Jahre schon auf dieser Erde gewesen bist, weißt, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das Leben ist ein Abenteuer zum einen, aber auch voller Stürme, voller Überschwemmungen, voller Herausforderungen. Und manche Krisenkatastrophen, von denen du nicht geträumt hättest, kommen über dein Leben. Und du denkst dir, warum ich? Gott, warum lässt du das zu? Aber Jesus, er sagt es hier schon, hey, da werden die Stürme kommen, da werden Überschwemmungen kommen, da werden Winde kommen und die werden alle an dein Haus stoßen. Liebe Täuflinge, ihr trifft die Entscheidung, heute euer Lebenshaus auf Jesus zu bauen. Amen. Aber Jesus sagt schon gleich weiter, da wird ein Platzregen kommen,
da werden Überschwemmungen kommen. Da werden Dinge kommen, denen ihr nicht gerechnet habt. Keine Sorge, wenn ihr auf dem Felsen gebaut habt, wird dieses Haus stehen bleiben. Es wird stehen bleiben. Es bedeutet nicht, dass keine Wind und Stürme jemals kommen werden. Es bedeutet, dass dieses Haus so gut, auf einer so guten Grundlage gebaut ist, dass es alles standhalten wird. Wenn du an Jesus als deinen Retter und Herrn glaubst, an seine Lehre festhältst, ihn beim Wort nimmst und sagst, Jesus, du bist mein Fels, auf dich baue ich, dann sagt Jesus dir, die Stürme werden kommen, keine Angst. Die Winde werden kommen, aber keine Angst. Die Überschwemmungen werden kommen, aber keine Angst, weil dein Haus ist sicher auf Jesus gebaut. Jesus wird dich durchtragen. Der Glauben und die Überzeugung an Jesus wird dir Standhaftigkeit und die Kraft und das Durchhaltevermögen geben, durch alle Stürme des Lebens zu gehen. Aber keine andere Grundlage kann dir das garantieren. Jesus schon, er sagt es, wer auf Felsen baut, der hat sicher gebaut. Das ist die Zusage, die Jesus uns gibt, für Menschen, die hören, was Jesus sagt, und es tun. Und es tun. Das sind die klugen Menschen. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken. Wie lebt man dumm? Auch wichtige Frage, wenn wir gerade besprochen haben, wie man klug lebt, muss man auch fragen, wie lebt man denn dumm? Weil das ist genau das, worauf Jesus hier raus will. Und ich bin so einer, ich mag gerne Rätsel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So eine, und ich dachte mir immer, wenn ich so ein Rätsel gelöst habe, dann bin ich klug. So, und dann habe ich oft Rätsel nicht gelöst, dann hat mir das immer signalisiert, dann bin ich ja dumm. Habe ich aufgehört, die Rätsel zu schauen. Dachte, ja, okay, besser, wenn ich es gar nicht mehr so weiß oder die Rätsel nicht. Aber ich habe ein Rätsel mitgebracht und vielleicht kannst du herausfinden, wo du so stehst mit deinem IQ. Und ich habe eine PowerPoint-Folie mitgebracht und ich hoffe, das kann man ausstrahlen hier. Die PowerPoint, Sascha, kann man die ausstrahlen? Sascha? Die PowerPoint, die ist bei Church Tools, ne? Genau. Es ist ein bisschen leichter, es gleich zu lesen. Ich glaube, Sascha findet es gleich. Dann kann das bei Church Tools kurz runterladen. Das ist eine PowerPoint-Folie. Auf jeden Fall, für alle, die es auch schon mit dem Hören schon verstehen können, hier das Rätsel. Jack schaut Anna an, aber Anna schaut Georg an. Jack ist verheiratet, aber Georg nicht. Frage, schaut jetzt eine verheiratete Person eine unverheiratete Person an? Fragezeichen. Richtig. Ich habe alles gesagt, was ihr wissen müsst. Drei Antwortmöglichkeiten. Die Antwort A, ja. Antwort B, nein. Antwort C, kann nicht entschieden werden. Wenn man lesen könnte, wäre es leichter. Ne? Jetzt, ich glaube, gleich kriegt Sascha das noch hin. Okay, kann ein bisschen nachdenken. Ich lese nochmal vor. Jack schaut Anna an, aber Anna schaut Georg an. Jack ist verheiratet, Georg aber nicht. Schaut jetzt eine verheiratete Person, eine unverheiratete Person an? Fragezeichen. So. Dann würde ich jetzt mal einfach fragen, du darfst dich melden. Bitte melde dich zu einer Antwort, damit wir so ein hundertprozentiges Ergebnis haben. Wer ist für Antwort A? Darf sich einmal melden? Ja. Ja, okay. Okay, schön hoch, 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 damit wir alle schön sehen, wer jetzt die Intelligenz. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Okay, 9 Personen ungefähr. Okay, wer ist für B? Nein. Ist für B? Nein. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wer ist für Antwort C? Kann man nicht entscheiden?
das ist die Mehrheit. Ne? So durchschnittlich sagt man, dass 80% Antwort C sagen. Das war jetzt auch die Mehrheit. Die richtige Antwort ist A. Ein Applaus für alle, die Ja gesagt haben. Ich gehörte auch zu den 80%. Ich weiß nicht, es wurmt so ein bisschen, bei mir zumindest. Und dann ich so, ja, warum denn jetzt? Ne? Das will man doch jetzt auch wissen. Ne? Es ist egal, du musst nicht wissen, ob Anne verheiratet oder unverheiratet ist. Wenn sie verheiratet ist, dann ist es ja. Wenn sie unverheiratet ist, auch ja. Okay? Deswegen wird es so oder so ja sein und es ist A. Ja, ich weiß, tut ein bisschen weh, ne? Aber hier ein Trost auch gleich für dich. So, ne? Kennt jemand den Film Forrest Gump? Ja, so ein Klassiker. Ein junger Mann, dessen ausgedachte Biografie im Film dargestellt wird. Und er ist aufgewachsen, man sagt, mit einem IQ von 75. Durchschnittlich sagt man, hat ein Mensch 100. Also war er unterdurchschnittlich. Und dann haben einige Menschen in seinem Leben gefragt, hey Forrest, bist du eigentlich dumm? So, und der hat sie angeguckt und hat gesagt, Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. So, und ich dachte, ach süß, dann sagt er das, was Mama jetzt sagt. Ne? Aber als ich darüber nachgedacht habe und über die Worte von Jesus nachgedacht habe, dachte ich, Mann, da ist echt viel Weisheit drin, weil anscheinend hat er einen niedrigen IQ gehabt, aber er hat klug gehandelt. So, und die Antwort für dich ist, egal wie hoch dein IQ ist, du kannst trotzdem dumm handeln. Und egal wie niedrig deine IQ ist, du kannst trotzdem klug handeln. Es ist komplett unwichtig, wie schlau du bist. Es ist unwichtig, wie viel Wissen und alles Mögliche an gelesen und gehört du hast. Wenn du nicht klug handelst, dann bist du dumm. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Lass uns mal lesen, weil nicht, dass hier jemand beschimpft wird jetzt, ne? Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Lass uns das Wort töricht anschauen. Das kann man übersetzen mit dumm. Ja. Oder frei von Weisheit. Ja. Damit sind Männer und Frauen gemeint, die gut zuhören können, die gut lesen können, die viel Wissen haben können. Aber worauf es ankommt ist, sie tun nicht, was sie erkannt haben oder was sie als weise und richtig erkannt haben. Sie tun es einfach nicht. Und dann sagt Jesus, ich will diese Menschen mit diesen törichten, dummen Menschen vergleichen. Ja, mein Jesus, manchmal ist deine Rede weiß es schon hart. Aber das ist genau, was Jesus möchte. Er möchte, dass es klar ist. Hier ist jemand, der ist klug. Hier ist jemand, der ist töricht. Woran machen wir das fest? Er hört die Worte Jesu und tut sie. Dieser hört genauso die Worte und tut sie nicht. Und Jesus spricht hier zu Menschen, die bereits an Gott geglaubt haben. Ja, und das sind ja die Worte. Ich lese ja nur das, was Jesus hier sagt. Du hörst die Worte von Jesus gerade jetzt. Und die Frage ist, nach dem Gottesdienst, hast du es gehört und tust es nicht? Oder hast du es gehört und tust es? Weil daran wirst du sofort wissen, bin ich jetzt ein kluger Mann, Frau? Oder bin ich eine törichte? Jesus bringt es hier auf den Punkt. Er will nicht drum herum reden, er will es nicht schön reden, er will es nicht gleich machen und alle einfach sagen, macht einfach. Nein, der ist töricht und der ist klug. Warum denn? Weil er auf Sand baut. Sand kann man auch mit Strandsand oder Ufersand übersetzen. Das Interessante ist, Sand besteht aus einer Substanz, die ihre ursprüngliche Form auch von einem Felsen haben kann. Sand sind klein geriebene, zerbröselte Felsenstücke, Steine, Stücke, Muschelstücke, die über Jahre weichgespült wurden, zerbröselt sind, über die Zeit ganz lose herumliegen. Felsen und Sand sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Felsen ist nur die feste Form und Sand ist einfach die lose Form. Aber hier ist mal ein großer Unterschied zwischen diesen Menschen, die sagen, ich baue auf Felsen, ich baue mein Leben auf festen Grund.
und Menschen, die es eben nicht tun. Und ich frage mich, ob Jesus auch daran gedacht hat, dass, hey, Sand hat ja seine ursprüngliche Form ja auch vom Felsen. Da ist ja auch irgendwie das dabei, was Felsen mal war. Und ob er vielleicht daran dachte, dass manche Menschen so denken, hey, ich höre das, was Jesus sagt, die Lehren von Jesus. Das gefällt mir, das nicht. Das gefällt mir wieder und das aber nicht. Ich nehme das, was mir von Jesus gefällt und ich lege mir das zusammen und baue mein Leben da drauf. Aber diese Teile sind lose, sind nicht in ihrer Ganzheit zusammengefügt, sondern herausgepickt wie ein Rosinenkuchen, wo du nur die Rosinen rausholst und du sagst, das fühlt sich gut an, das nehme ich. Oh, hier verspricht Jesus Segen und Erfolg, das nehme ich. Oh, hier geht es um Leid und Verfolgung, das will ich nicht. Oh, hier geht es wieder darum, dass Gott gnädig und liebend ist. Wow, schön. Oh, hier geht es um Gericht und jüngstes Gericht und alle Menschen werden vor Gott stehen und Hölle. Oh, das will ich nicht. Nur die schönen Sachen nehme ich. Und dann auf einmal haben wir eine Grundlage, die sandig ist. Und wir sagen, Jesus, du bist doch da drin. Hier ist doch ein bisschen was von dir. Und hier habe ich auch was von dir. Aber Jesus sagt, nein, nein. Nur die auf Felsen, auf das Ganze, die ganze Lehre, alles, was Jesus gesagt hat, als Ganzes nehmen und sich nicht etwas rauspicken und sich selber was basteln. Jesus stellt sich nicht zu unserem Sandboden. Jesus stellt sich nur zu unserem Felsenboden. Wenn wir Jesus beim Wort nehmen und alles mitnehmen, was Jesus gesagt hat. Hier in diesem Kontext vor allem die Bergpredigt. Dann geht es weiter. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Sturz war gewaltig. Also selbe Voraussetzung, ne? Wieder Platzregen kommt, Überschwemmung und Wind kommt und stürmt und schlägt und stößt gegen das Haus. Aber diesmal stürzt es ein. Nicht leise. Stürzen kann man auch übersetzen mit zusammenbrechen und zu Ende gehen. Es stürzt nicht ein oder knickt ein, sondern es wird so einbrechen, dass man nichts mehr davon sehen wird. Es wird zu Ende gehen. Ein Vergleich sind die Reiche, die auf dieser Welt waren, die groß und mächtige Reiche aufgebaut haben, das Römische Reich, Napoleonische Reich, Hitlers Reich, groß und mächtig, aber sind alle eingestürzt, sind alle zu Ende gegangen, weil alle Reiche auf dieser Welt werden stürzen, außer ein Reich, das ist das Reich Gottes, das Reich, das auf Jesus als Felsen baut. Das Reich bleibt in Ewigkeit. Alles wird stürzen. Und nicht nur leise, sondern gewaltig. Kann man auch mit laut und lang übersetzen. Ja, dieser Sturz, der wird laut werden. Und vielleicht schauen wir so manchmal in die Welt und in das Leben von Menschen, denen das komplett egal war, was Jesus gelehrt hat. Oder sich nur das Schönste rausgenommen haben. Und irgendwann haben sie so gebaut, dass dann Stürme des Lebens kommen, wo alles einbricht. Und dann ist es ein lauter Knall, den man lange noch hören wird. Dann fragen wir uns, Gott, wieso lässt du das zu? Ich habe es dir gesagt. Nur auf Felsen trägt, auf Sand nicht. Und das ist eine Ermutigung und Warnung zugleich von Jesus zu uns. Jesus spricht zu allen Menschen. Der Unterschied zeigt sich zu denen, die hören und es tun und die, die es hören und nicht tun. Die einen sind klug und die anderen sind töricht. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Jetzt haben wir so viel darüber gehört, was das Gleichnis bedeutet. Ja, auf die Grundlage von Jesu Lehren ausbauen. Aber was ist denn jetzt diese Lehre von Jesus? Was kann ich denn jetzt mitnehmen? Weil, okay, ich will darauf bauen. Ich will heute anfangen. Ich will meine Entscheidung treffen. Die ganze Bergpredigt wäre ziemlich groß. Ich habe nur drei kleine Kernthemen rausgenommen, um das hier zu verdeutlichen. Drei Kernpunkte. Und ich hoffe, der Stift schreibt jetzt. Das kann man bestimmt jetzt nicht so gut sehen, oder? Hier, sehr gut. Wer hat damit gedacht? Kluges Mädchen. Sehr gut. Herrlich. So,
drei kurze Kernthemen. Ich mache es einmal ganz kurz. Das erste ist Almosen. Das zweite Gebete. Und das dritte Fasten. Ganz kurz, Matthäus Kapitel 6, Vers 1 bis 18, spricht Jesus genau über diese Schwerpunkte. Er sagt, und alle, die meine Worte hören, ich sage euch, ihr sollt Almosen geben. Almosen sind nicht der Zehnte. Der Zehnte gehört in Gottes Haus, das gehört Gott, das ist sowieso schon weg. Darüber hinaus, alles, was danach kommt, Almosen kann man auch mit Barmherzigkeitsgabe übersetzen und bedeutet, armen Menschen zu geben. Ob Finanzen, ob Ressourcen, ob meine Zeit, Menschen, die bedürftig sind, zu sehen und zu geben. Liebe Täuflinge, euer Weg fängt heute mit Jesus konkret an. Jesu Lehre ist, die, die ihm folgen, dass sie Almosen geben. Dass sie die Menschen um sich herum sehen. Dass sie nicht sagen, ich und Jesus, Scheuklappen und jetzt bis zum Ende. Nein, die Menschen sehen. Wo sind die bedürftigen Menschen, die meine Hilfe brauchen? Wo ist die Not, die ich mit meinen Finanzen begegnen kann? Wo sind die Menschen, die ich mit meiner Zeit segnen kann? Jesus möchte, dass wir tun, was er gesagt hat, Almosen geben. Aber richtig. Richtig bedeutet, viele Menschen haben damals schon Almosen gegeben, besonders die Pharisäer. Und sie haben es gerne dann gemacht, wenn viele Menschen da waren und es alle gesehen haben und alle gesehen haben, wie fromm ist dieser Mann, wie fromm ist diese Frau, guck mal, wie es nach. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr es macht, dann aber richtig. Und es bedeutet nicht vor Menschen, sondern allein vor Gott. Allein vor Gott. Es muss dir egal sein, was Menschen denken. Es muss dir nur wichtig sein, was Jesus denkt. Jesus, das, was ich hier tue, tue ich für dich. Wenn ich diesen Mann diene, diese Frau diene, weil ich dich liebe, Jesus, tue ich das. Nicht, weil ich Anerkennung und Lob haben will, sondern weil ich dir gehorsam sein will, Jesus. Nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Das Zweite ist genauso, Gebete. Man könnte viel darüber sprechen, aber die gleiche Bedingung auch hier, aber richtig. Damals haben Menschen viel gebetet. Damals gab es viele Götter. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann nicht vor den Menschen und nicht um es zu präsentieren und nicht um euch zu profilieren. Wow, guck mal, wie fromm der ist. Der betet und das und so weiter. Der Lohn ist dahin, sagt Jesus. Ihr sagt, ich will euch belohnen. Ihr seid nicht nur meine Jünger, die mir nachfolgen. Ich werde euch belohnen, wenn ihr tut, was ich sage, aber nur, wenn ihr es richtig tut. Nicht vor Menschen, nicht um die Anerkennung, nicht um das Lob von Menschen zu bekommen, sondern vor Gott und wegen Gott, um ihm gehorsam zu sein. Das ist die einzig richtige Motivation, die Jesus hier sieht, was Gebet angeht. Bei Fasten genauso, aber richtig. Auch damals haben die Menschen gefastet. Es war üblich, es war gängig. Denke nur an den Pharisäer, ich faste zweimal die Woche. Ich gebe mein Zehnten. Er erzählt genau das ja auch. Er sagt, er war ungerechtfertigt, aber der andere gerechtfertigt. Warum? Weil er hat es nicht vor Menschen getan, der ungerechtfertigt, sondern vor Gott, der Zöllner. Das ist die Bedingung, die Jesus bei allem hat, was wir hier tun. Es geht nicht einfach nur um es zu tun. Es geht darum, warum will ich es tun? Der richtige Motivation, es nicht vor Menschen zu tun. Ein kleines Beispiel an dieser Stelle. Vor einigen Jahren habe ich die Bibelstelle entdeckt. Und da steht Fasten. Und ich lese meine Bibel und denke mir, ja, das ist Gottes Wort. Gott will, dass ich faste. Und ich fange an zu fasten. Und ich fange an zu fasten, erster Tag. Und es fällt dir noch keinen auf, zweiter Tag. Und dann frage ich schon, Samuel, kommst du essen? Nein. Hä? Warum nicht? Ich will nicht. Dann denke ich, oh, das stimmt ja auch nicht. Aber jetzt habe ich gelogen. Ich kann nicht. Okay, stimmt ja auch nicht, kann ja schon, aber ich werde nicht. Und ich komme, ist der krank? Ist
ist der komisch? Was ist los mit dem? Und ich dachte mir, es darf keiner mitkriegen, wenn ich faste, weil wenn das einer mitkriegt, dann ist der Lohn dahin. Na toll, alles vorbei. Jetzt bin ich auch noch ins Fettnäpfchen getreten, wollte es richtig machen und so. Und dann habe ich die Stelle richtig verstanden. Nein, nein, es geht nicht darum, versteckt zu spielen. Oh ja, darf keiner sehen, dass ich bete. Ja, darf keiner sehen, dass ich gebe. Ja, darf keiner sehen, dass ich faste. Nein, nein, es geht darum, dass meine Herzenshaltung, meine Absicht ist, ich tue es nicht wegen den Menschen. Ich tue es nicht, um Lob und Anerkennung zu bekommen, sondern ich tue es vor meinem Gott, wegen ihm, weil er es mir gesagt hat. Deswegen mach dich auch nicht verrückt an dieser Stelle. Dein Herz wird alles entscheiden. Warum tust du das? Aber das sollen so drei kleine Punkte sein, nicht viel, aber wo du anfangen kannst, tue ich das oder tue ich das nicht? Und vielleicht hier mal ein kleines Verhältnis. Die häufigste Form, die auftritt, wenn man diese drei erfragt, ist, dass Christen beten. Und wenn man dann nach Fasten fragt und nach Almosen, sind es so eher die kleinen Bereiche des Lebens. Die sind noch gerade so vorhanden. Ja, ich gebe manchmal hier und da auch ein bisschen. Nein, nicht der Zehnte, ne? Darüber hinaus. Fasten, ja, okay, einmal im Jahr vielleicht. Wenn alle es machen, mache ich mit und so. Und das ist so vielleicht das Gängigste. Aber das ist nicht, was Jesus meint. Wenn Jesus von diesen drei spricht, dann sagt er nicht, pick dir das Schönste raus, das, was dir am leichtesten fällt, und die anderen, die werden schon kommen. Nein, er spricht von allen drei gleichberechtigt, gleichgewichtig, sie aufzuteilen. Er spricht noch nicht mal davon, dass wir so aufteilen. Ja, Fasten, Almosen ein bisschen mehr und Gebet auch mit rein. Dann muss es ja irgendwie schon stimmen. Nee, auch nicht. Aber die Tradition, in der wir als Christen leben, ist, wenn dann Gebet, das ist alles. Und alles andere, ja, das ist okay, wenn das mal vorkommt. Aber wenn wir Jesu Lehre richtig verstehen, dann meint Jesus es, genau aufzuteilen auf unser ganzes Leben mit kompletten 33% für allen Bereichen zu haben in deinem Leben. Und das ist meine Challenge heute an dich. Dass du sagst, okay, ich habe diese Bereiche in meinem Leben. Sind sie gleichberechtigt verteilt? Haben sie alle ihren Stellenwert in deinem Leben oder nicht? Ja, bei mir, ich bin nicht so der Typ, ich liebe Essen. Hey, ich liebe auch Essen. Ich glaube, die meisten hier, ja. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, Jesus hat es gelehrt. Hören wir es und tun es? Oder hören wir es nur und tun es nicht? Das ist die Entscheidung. Jesus lehrt, das werden wir tun. Ich komme zum Schluss. In unserer Vision heißt es, Jesus zu lieben. Und ich frage mich, wenn ich Jesus liebe, aber nicht liebe, was er gesagt hat, ist es dann echte Liebe? Wenn ich Jesus liebe, dann liebe ich auch das, was er gesagt hat. Weil das, was er gesagt hat, hat er für mich gesagt, nicht für sich. Für mich und für dich. Weil er will, dass wir unser Leben auf Felsen bauen, auf seine Lehren bauen, auf einen festen Grund, der trägt bis zum Ende. Ich will uns jetzt alle gemeinsam einladen, lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen zum Abschluss beten. Ich will, dass du deine Augen schließt und dir das alles einfach zu Herzen nimmst, was du gerade gehört hast. Es waren Jesu Worte aus Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Und diese Worte von Jesus sind eindeutig. Ich will sie nur mal vorlesen, darfst deine Augen geschlossen halten. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein,
der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Heiliger Geist, ich weiß, dass du heute hier bist und dass du zu uns allen sprichst, aber besonders heute zu den Täuflingen. Du sprichst zu uns durch die Worte Jesu. Sei ein kluger Baumeister. Bau auf die Lehren von Jesus. Höre es genau zu und tue es. Sei kein törichter Baumeister, der nur auf Fassade legt, der nur auf Schönheit legt, auf Äußerlichkeiten legt, aber nicht auf die Grundlage achtet. Baue auf die gesamte Lehre Jesu. Nur sie wird dich tragen. Und ich will dich einladen, jeder, der heute sagt, ich will den nächsten Schritt gehen, um auf Jesu Lehren zu bauen und die Entscheidung treffen, was Almosen angeht, Gebete angeht und Fasten angeht, diese Dinge in mein Leben zu implementieren, diese Dinge in mein Leben aufzunehmen, mir Gedanken zu machen, wo kann ich geben, wo kann ich investieren, wo kann ich mehr Zeit für Gebet, für mich, für andere einnehmen, wo kann ich fasten, für mich, für andere Menschen. In Jesu Namen bete ich, Heiliger Geist, du Herzen bewegst, heute eine Entscheidung festzumachen, die heute ein Grundstein mehr auf dem Felsen baut. In Jesu Namen. Wenn du sagst, ich bin bereit, diese Entscheidung zu treffen, heute den nächsten Schritt zu gehen, um auf Jesu Lehren zu bauen, dann möchte ich herausfordern, deine Hand zu heben. Heb einmal bitte deine Hand ganz hoch. Halt sie oben. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Vater, ich bete für all die Männer und Frauen, die ihre Hände jetzt gehoben haben und sagen, sie wollen ihr Haus auf den Felsen bauen. Sie wollen das tun, was Jesus gesagt hat, sich herausfordern, umzudenken, ihr Herz zu verändern. Jesus, ich bitte um Gnade, was Almosen, Gebete und Fasten angeht, dass diese Bereiche wieder einen Stellenwert in ihrem Leben bekommen. In Jesu Namen, dass der Gehorsam in ihrem Herzen zu dir, Jesus, größer ist als die Bequemlichkeit ihrer Seele. In Jesu Namen, dir zu folgen, Jesus, heißt dir zu gehorchen. In Jesu Namen. Bete ich, Herr, für geistliche Durchbrüche und Veränderungen in ihrem Leben und ihren Familien, in ihren Kleingruppen und da, wo sie sind, Herr. Möge der Segen einbrechen. I'm telling all of my secrets. I know that you can redeem them. You see right through me and invite me to a place where my broken pieces can fall right into grace. It's enough just to be loved. I don't have to earn your heart. Just be held, just be myself. I can rest in who you are. Cause you're not looking for perfection. I already have your affection. And it's enough just to be loved, just to be loved. I don't have to be anything but complete.
Looking at my life, every low and every high. Let me count the ways you've shown up in perfect time. Every minute that you've given, every promise you provide, you won't leave my side. Place I'm in, help me choose to rest and enjoy.